Der erste Feind ist das Gummiboot. Gucken wir mal. Ein Silber-2-Spieler. Tja. Gucken wir mal, ob wir da bestehen können gegen den Mann. Malzahar gegen Nami im ersten Spiel, ne? Ich sag mal, ich bin da, glaube ich, ganz zufrieden. Mit. Ja, nö, also da muss ich euch sagen, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Pick gemacht hier. Okay, das ist Exhaust Ignite Nami mit Summon Eri. Wie gesagt, ich glaube, dass die uns ziemlich nehmen wird im Early. Ich hätte auch Eri spielen sollen, das ist im Early besser als Meteor. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Aber ich glaube, die wird uns ziemlich nehmen im Early Game. Du darfst nur die Heilfelder nicht hin. Es gewinnt Erster zu 100 CS, Erster, der den Tower killt, oder Erster, der einen Kill macht, okay? Also Standardregeln. Keine Health-Dinger nehmen. Oh! Nevermind. Okay, Jungs, das wird hart. Das wird, glaube ich, richtig hart hier. Wir spielen 100 CS. Let's go. Richtig schön, ne? Gegen den Silberspieler, da muss man auch mal tryharden können, finde ich. Das ist ganz schön gefährlich. Die macht so viel Schaden. Ich verpasse gerade viel. Aber ich glaube, wir können auch einfach bis Level 6 chillen und sie dann Level 6 halt all in. Braum gegen Rice zum Beispiel. Oh oh! Er hat geschrieben, er hätte gerne neue. Ja, ich kann das nicht sehen dann im Chat, wenn ich aus dem Nightbot-Fenster raus bin. Deswegen. Das ist die Frage, wie poken wir denn hier am effizientesten? Ich glaube aber, das sollte er eigentlich nicht neu machen, weil das Match. Also, das ist ja für ihn amazing, oder nicht? Ah! Mann, Ach, Mann! Okay. Wir müssen ihn aus dem Turret, glaube ich, rauskommen lassen. Dann irgendwie versuchen, ihn zu all-in. Er spielt auf jeden Fall für die CS, ne? Da sieht man schon, wie vorsichtig er ist, ne? Richtig, er hat die. Er richtig Bammel, du. Er will die CS. Das ist echt schwierig, ne? Weil ich komme ja nicht so wirklich ran an ihn. Und ich kann auch in die große Wave gerade nicht fighten. Ich habe auch keinen Wave-Clear für die große Wave. Hm. Muss jetzt hier gut last hitten und dann müssen wir. Genau, das so wird gut gelast hitten. Nein! Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab den Outer-Tag auf den Min... Ich hab... Alter. Ich hab den Minion auto-attackt! Ja, leck mich am Arsch! Er hat ein Level up bekommen und ich hab den Minion. Ich stehe 0-2! Also insgesamt 8-2. Oh mein Gott, Ich habe heute richtig die Spendierhosen. Nein, Jungs, ne? Ich verliere natürlich absichtlich. Ich heute Spendierhosen an für euch. Jungs, heute hau ich die Gifts raus. Links und rechts. Gegen wen spielen wir jetzt? Jetzt habe ich schon gegen einen Silber- und einen Goldspieler verloren heute. Bro, okay. Okay, ich habe jetzt... Bitte.
Aurelion Zoll? Okay, also jetzt aber bitte hier, ne? So. Okay. Wenn ich jetzt gegen einen Bronzespieler auch noch verliere, dann hier Sudoku und so Zeug. Boah, bitte, 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 nicht noch eins verlieren. Ich glaube, Leona könnte funktionieren für ihn. Aber wir gucken mal. Jetzt bin ich confident, Jungs. Ich setze mich aufrecht hin. Puh, ne? Ich wollte nur kurz zwei Mystery Gifts rausgeben. Ne, das war alles nur Prank hier. Der nimmt mich gleich schon aus dem Busch anhüpfen und direkt One Hitten, ne, Mann. Stinger. Versuchen ihn hier in die Minion Wave zu baiten. Kriegen wir leider nicht. Ja, okay, der geht nicht mal für die CS. Der will wahrscheinlich fürs All-In gehen dann irgendwann. Das heißt, wir sollten aber auch nicht unser Mana wasten, ne? Ihn. Okay, jetzt kurz überleben und dann hat er keine Sustain mehr, ne? Wir kriegen auch gleich noch unsere... Wir dürfen jetzt nur kurz nicht sterben. Er hat auch kein Ignite mehr. Ich darf auf gar keinen Fall der Dings von ihm treffen, der Schneeball. Wenn der Level 6 wird, was mache ich denn dann? Fuck! Ah, Hilfe! Ich glaube, da hätte er mich direkt all-in müssen, tatsächlich mit dem Level 6. Na! Ich hab ihn. Ey, we won! Woo! We did it, team! Yes! Da muss man sich freuen als Challenger-Spieler, wenn man gegen die Subs in Bronze gewinnt. Hell yes, Unser Gegner ist... Der ist Gold. Der ist mindestens Diamond, Jungs. Mindestens. Okay, ich nehme einfach mal random an, wenn er nichts schreibt, ne? Eigentlich sollte man irgendwie noch wetten können, ob ich oder der Gegner gewinnt. Der Gegner oder ich und ich, so rum. Keine Zeit mehr. Ich habe echt keine... es ist jetzt schon viel zu spät. Wo ist hin? Ich gehe ins Kino heute ausnahmsweise. Ich schaue mir diesen neuen Tomb Raider-Film an. Ich weiß nicht, ob das ein guter Start ist. Ich mache das einfach mal. Ich glaube, er könnte diesen Early Trade, wenn der extended ist, den gewinnt er, glaube ich. Aufpassen. Er ist nicht da. Wir wollen jetzt ein, zwei Mal poken und ihn dann so aus der Lane rauschoken hier. Yes, haben seinen Bone Plating. Oh! Fuck. Fuck. Was bedeutet das jetzt? Nimm eins. Fuck, Es ist besser für ihn, ne? Ich war ja eh full life. So. Also das ist ein Nachteil für mich. Aber es sollte natürlich eigentlich nicht sein. Ich glaube, die Last Hits sind gar nicht so wichtig. Hier wird eh ein Kill fallen. Ah, los. Ah, goddammit, Juhu! Da! Plate, ne? Lulu, ich glaube, das kann man eigentlich nicht verlieren. Lulu ist extrem stark. Und wir wollen. Da kann man, glaube ich, nicht ansatzweise was machen. Das war's. Ich wünsche euch eine angenehme Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht, auch wenn wir heute in allem, was ich gemacht habe, komplett kassiert haben. Ich habe heute zwei 1v1s verloren gegen einen Silber- und einen Goldspieler. Ich habe heute in Challenger 40 LP verloren. Mein Herz blutet. Ich bin im Kino. Wir sehen uns später wieder. Bis dahin. Macht euch eine schöne Zeit. Haut rein.